Schon nachmittags beginnt die Suche nach einem Platz für die Nacht. Wenn du nach 5 Uhr hast, hast du schon Schwierigkeiten. Und das ist jeden Tag das Gleiche. Und die Parkplätze sind größer und größer, aber sind zu wenig. Es gibt auch Situationen, was ich persönlich nicht gut finde, dass die Fahrer dann einfach auf dem Einfädelungsstreifen stehen bleiben, weil das ist ja übelst gefährlich. Also ich hatte die Situation schon, dass ich da mal stark bremsen musste und links wieder rüber musste, weil ich den nicht gesehen habe. Die Fahrer müssen nach 9 Stunden Pause machen. Die Zahl der Parkplätze steigt kaum, die der LKW hingegen schnell. Schleswig-Holstein ist Transitland. Heute schon sind auf den Hauptstrecken jeden Tag 5.000 bis 9.000 Lkw unterwegs. Eine Prognose des Bundesverkehrsministeriums geht davon aus, dass die Zahl der Lkw bis zum Jahr 2030 noch einmal um knapp 40% zunehmen wird. Sigmar hat für heute Abend eine Parklücke an der A7 gefunden, weil er früh dran war. Sag ich ihm, ne, schon Fahrzeit hast du am Tag? Muss Fahrzeit verschenken, bis wenn du im Parkplatz vorn bist. Die Spedition Bojens gibt es seit 1959. Heute können sie ihren Kunden kaum sagen, wann genau ein LKW ankommt. Zu unberechenbar. So voll wie heute war es auf den Straßen noch nie. Der Mensch kauft heute ganz anders ein. Denken Sie persönlich nur an den Onlinehandel, dieser gesamte Paketdienst, was dort täglich läuft. Man bestellt 3 Sendungen, die Sendungen kommen von heute auf morgen an beim Kunden, sucht sich ein Teil aus und 2 Sendungen schickt man wieder zurück. Das wird auf seinem eigenen Betriebsgelände deutlich. Eine Halle hat Bojens an einen Online-Händler vermietet. Es wird täglich mehr Ware, die sie hier bewegen, meistens per LKW. Wenn Sie davon ausgehen, dass wir eine 40% Steigerung im LKW-Verkehr noch haben, sage ich Ihnen, werden wir nicht mit zurechtkommen in der Infrastruktur. Die Schienen seien jetzt schon ausgelastet, sagt Bojens. Die Straßen kommen auch an ihre Grenzen. Bedeutet für die Fahrer immer mehr Lieferungen in immer kürzerer Zeit. Christian muss morgen früh um 3 Uhr weiter, versucht gleich zu schlafen. Ein paar Meter von der Autobahn hat man keine Ruhe. Wenn die LKWs da vorbeifahren, die Autos, und dann bleibt nie aus, dass die nicht ausgeschlafen sind. Dadurch passieren auch die Unfälle. Ne? Und trotzdem werden sie sich morgen alle wieder auf den Weg machen. Die Kunden warten nicht gerne.